Hallo und herzlich willkommen jetzt hier auch vom PC-Schneidetisch. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier in Kaltenkirchen gelandet und die Treppe wollte ich eigentlich nicht hinunter, weil auf dem Bahnhof gibt es leider keinen Aufzug am Bahnhof. Also habe ich mir einen Schleichweg ausgeguckt. Den hatte ich schon mal auf einer der letzteren Touren, als ich nach Venlo gefahren bin. Da gibt es übrigens auch ein Video von. Und da habe ich hier ein paar Leute rumkrauchen sehen, da habe ich gedacht, oh, da geht es bestimmt irgendwie durch, weil da sah ich nämlich ein paar Leutchen längs gehen. Also habe ich gedacht, da kommt man doch bestimmt ganz gut runter, ohne da jetzt die Treppen durch die Bahnhofstreppenunterführung hergehen zu müssen. Hat auch geklappt, wie ihr gesehen habt. Ich bin jetzt hier durch, ist zwar da ein bisschen gerümpelig und ja, ist halt ein Trampelpfad. Hat aber super geklappt. Ich bin echt froh, dass ich da durch bin. Noch einen kleinen Tipp, wenn ihr in Kaltenkirchen mit dem Zug anfahrt, müsst ihr darauf achten, der Bahnsteig ist leider noch nicht auf die allgemeine Höhe der neuen Züge. Also der Bahnsteig ist ein paar Zentimeter tiefer, also ich weiß nicht, ich schätze mal so 10, vielleicht auch 15, vielleicht auch 20 Zentimeter tiefer. Aber man kann das Rad aus dem Zug ja runterrollen. Man muss nur halt aufpassen, dass man nicht mit den Pedalen irgendwo hängen bleibt. Ja, in Kaltenkirchen hier am Bahnhof beginnt dann auch die ehemalige Bahntrasse, die von Kaltenkirchen hier losgeht, beziehungsweise ein Ende ist. Ihr seht, jetzt geht es hier auch schon über eine vielbefahrene Straße, beziehungsweise das ist die A61, glaube ich, gewesen. Und hier dann schon auch wieder eine Landstraße, hier die Querung. Also wie gesagt, das ist jetzt hier die ehemalige Bahntrasse, die geht dann von Kaltenkirchen im Westen, ist so eine West-Ost-Verbindung oder Ost-West, je nachdem von wo man kommt, die dann über Lobberich mit 2b, dann weiter hier über Gräfrath bis nach Kempen geht. Also bis nach Kempen bin ich die noch nie gefahren, bis Gräfrath schon, und heute wird es auch wieder bis nach Gräfrath gehen. Da ist übrigens auch ein schönes Museum, so ein Freilichtmuseum mit schönen alten Häusern. Also wenn ihr mal ein bisschen mehr Zeit habt, wir sind da meistens nur immer so Weihnachten, wenn da, das ist nämlich auch ein schöner Weihnachtsmarkt, und dann fahren wir da auch schon mal hin. Ja, wie gesagt, hier auf der ehemaligen Bahntrasse, wenn ihr da mehr Infos haben möchtet darüber, über diese ehemalige Bahntrasse, empfehle ich euch die Seite von Achim Bartuschek. Einfach mal in Google eingeben. Das ist so der ehemalige Bahntrassenguru. Da findet ihr dann natürlich, wann die Strecke mal gebaut worden ist und wann sie in Betrieb genommen wurde und wann sie stillgelegt wurde, bla 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 etc. Das mag den einen interessieren, mich interessiert es jetzt nicht so, aber gut ist, dass es das gibt, und ja, man kann dann halt gucken, wo es Bahntrassen gibt. Da gibt es dann auch eine Karte für NRW zum Beispiel, auch verschiedene andere Bundesländer. Der macht das sogar länderübergreifend, also nicht nur für Deutschland, Frankreich, hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Müsst ihr mal gucken, ist sehr interessant. Ja, wie gesagt, heute am 2.6., das ist ein Sonntag, endlich war es mal wieder halbwegs trocken, habe ich natürlich direkt die Gelegenheit genutzt. Ja, und hier gibt es dann auch an der Bahntrasse hier eine schöne Einkehrmöglichkeit, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber wie das immer so ist, wenn ich dann gerade mal unterwegs bin, ja, dann ist da gerade ja der erste Sonntag in diesem Monat Juni leider zu.
So sieht das hier von der Rückseite aus, also von der Bahntrasse aus. Und ja, wie gesagt, ne, ich füge euch natürlich wie immer den Link ein, beziehungsweise dieses Mal werden es zwei Links sein, nämlich einmal von Kaldenkirchen bis kurz vor Krefeld bin ich geradelt auf dieser Bahntrasse. Übrigens hier, das finde ich auch immer schade, dass dann immer alles schnell wieder direkt bebaut wird, ne? Und dann muss man hier als Radler wieder so eine blöde Stückchen umfahren und jetzt hier wieder rechts durch die Häuser, Gegensiedlung, bla 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 etc. Finde ich nicht so schön. Aber gut, heute ist Sonntag, nicht viel los, da stört es mich dann nicht so. Ja, und dann kommt man irgendwann wieder mal halbwegs auf ein Stückchen ehemalige Bahntrasse. Ist halt alles immer ein bisschen zerstückelt, ne? Man hat anscheinend früher bei der Planung nicht dran gedacht, beziehungsweise tja, Geld zu machen, ne? Grundstücke verkaufen, ne? Die kleinen Gemeinden, Kommunen. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Ist immer schade, ne? Dass man so eine Trasse dann nicht durchgehend schön befahren kann. So wie hier jetzt muss man wieder einen Schlenker machen, dann muss man wieder aufpassen, ist schmal und in eine Kurve und wenn sich welche in die Kurve legen, dann rasselt man mit den Bikes aneinander. Deswegen klingel ich dann hier auch schon mal, ne? War nämlich ein bisschen schmal. Ja, oder hier jetzt wieder so ein bisschen wieder versetzt, bis man dann wieder auf die richtige ehemalige Bahntrasse kommt. Also die ist so ein bisschen stellenweise zerstückelt, aber ihr seht, dann sind die Abschnitte auch wieder sehr schön. Gut, für die querenden Straßen, die hat es ja damals auch schon gegeben, als die Trassen gebaut worden sind. Dann waren da natürlich Bahnschranken oder Blinklichter oder und beides, keine Ahnung. Ansonsten, ja, hier war dann mal links, ich weiß jetzt nicht, wie der Bahnhof hieß, aber könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, natürlich sind diese ehemaligen Bahntrassen schön schattig, weil Bäume wachsen da rechts und links meistens, da kümmert sich niemand drum. Was ich gut finde, weil das ist entsprechend spendet Schatten. Ja, hier bin ich jetzt auch an der Niers. Ich zweige nämlich jetzt hier ab hinter Gräfrath, weil ich wechsle nämlich jetzt die Bahntrasse. Also wie gesagt, von der Bahntrasse, die hier von Kaldenkirchen bis Kempen geht. Also das Stückchen hier von Gräfrath bis Kempen bin ich auch noch nie gefahren, aber egal. Gut, heute an diesem Tag war der Plan eben denn nochmal ein Stückchen an der Niers lang zu fahren. Das sind dann so roundabout 6,2 Kilometer. Ja, hier mal ein kleiner Stopp. Leider, ich weiß nicht, ob da jetzt der Knotenpunkt oben drauf gefehlt hat. Wo das jetzt hier ist, ja, habe ich halt mal einen Stopp gemacht, ein paar Fotos. Ihr findet ja, wie gesagt, unter den Videos, wie gesagt, ich wollte es sagen, diesmal zwei Links nach Komoot zu der Tour, weil, wie gesagt, ich habe ja zwei Teile gemacht, nämlich im sogenannten, ich nenne das jetzt mal so, Bahnhopping-Verfahren, weil ich eben ja keine Lust hatte, durch Krefeld zu fahren und ich wollte eigentlich noch ein Stückchen weiterfahren als diese popligen 30 Kilometer hier. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen gesucht, recherchiert, geplant in Komoot. Dann gucke ich mir ja auch in Google Maps auch Satellitenansicht. Weiß, okay, in Komoot ist auch Satellitenansicht, aber dies in Google Maps gibt es dann auch immer noch die Radwege in grün, durchgezogene Linie gepunktet. Ja, hier ist jetzt noch die Burg. Jetzt habe ich den Namen verpasst. Ich gucke jetzt gerade nicht, beziehungsweise ich kann es auf dem kleinen Kontrollmonitor jetzt nicht so sehen. Ude war es, glaube ich. Ehemalige Burg, kann man dann schön gucken und ja, wenn man, anscheinend ist da auch offen, man kann da mal, also an dem Tag war gerade auch auf, man kann dann da hoch anscheinend und gucken und ja, wer dann Spaß hat, vielleicht gibt es da auch einen Snack oder was zu trinken, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, für mich ging es dann weiter. Eigentlich hatte ich ja gedacht, vielleicht kannst du irgendwo ein kleines Päuschen machen und Kaffee trinken. Und dazu hatte ich das Auffelder Bauerncafé eigentlich gedacht. Und ja, da werde ich gleich auch hinfahren. Aber ihr seht hier so ein bisschen Ananias hier so parallel entlang, auch ein paar Entwässerungsgräben. Jetzt biege ich übrigens gerade ab hier von dem Radweg, um, wie gesagt, zu diesem Auffelder Bauerncafé zu gelangen. Und hier geht es auch zu einem Bauernhof, wo man hätte Spargel kaufen können, aber leider hatte der am Sonntag nur bis 13 Uhr auf und ich war ein bisschen später dran, obwohl die Züge, muss man mal sagen, zumindest heute bzw. an dem Tag morgens früh pünktlich gefahren sind. Ja, hier der Blick so ein bisschen versteckt, weil ich wollte da jetzt nicht die Leute da im Café, huhu, winke, winke, ihr werdet gefilmt und... Nee, wollte ich jetzt nicht. Übrigens, da gibt es, habt ihr gerade gesehen, noch eine schöne Ladestation. Also das Bike kann man da, das E-Bike oder Pedelec vielmehr, genauer gesagt, kann man dann da auch schön aufladen, während man da Kaffee trinkt. Jo, und dann ging es dann auch wieder zurück. Ihr seht, da sind auch einige Autos. Also war ganz gut Betrieb, aber da war wohl auch noch ein Tischchen frei. Aber irgendwie hatte ich dann doch keine Lust. Weil ich habe gedacht, im Teil 2 der Tour mit dem Fahrrad am Rhein entlang, da hatte ich nämlich auch noch was irgendwie so im Hinterkopf, wo ich hätte vielleicht mal Kaffeekuchen etc. Ja, hier ein Blick in die Landschaft an der Niers, beziehungsweise mehr oder weniger. Leider kann man nicht immer direkt an der Niers langfahren. Es geht dann ab hier dem Auffelder Bauerncafé mehr oder weniger immer so ein bisschen etwas weiter ab von der Niers. Tja, ist leider ein bisschen schade. Ich habe jetzt hier auch mal vorgespult. Das ist jetzt hier der Weg. Ich finde das auch ein bisschen offen. Also bei, sag ich mal, zwischen ab 28 Grad aufwärts ist das nichts für mich. Ne? Also da stehe ich nicht so drauf. So bei über Ü 30 Grad dann da irgendwie im Offenen rumzuradeln. Ja, hier Knotenpunkt 7, was auch immer da drauf steht. Jetzt treffe ich nämlich auf die andere Bahntrasse, Bartuschek. Der Herr Bartuschek weist die aus von Viersen, ging die wohl irgendwie mal, und bis nach Tönisforst und dann weiter wohl bis nach Krefeld. Also das, da liegen ja noch Bahnschienen, wird auch wohl irgendwie von der Museumsbahn noch genutzt. Ob die überhaupt noch existiert, weiß ich nicht. Ja, und da bin ich jetzt drauf gestoßen und ja, das ist jetzt ein Stückchen, ein paar Kilometerchen östlich von Süchteln. Genau, da bin ich jetzt auf diese Bahntrassenverbindung gestoßen und wie gesagt, ich habe die Niers jetzt nord-südmäßig benutzt, um dorthin zu gelangen. Schön im Grün. Ja, jetzt biege ich hier aber allerdings mal ab in Forst mit V wie Victor geschrieben. Forst wie das wie der Forst des Försters, aber eben mit V, weil ich gedacht habe, hier gibt es nämlich ein Eiskaffee. Genau, und da wollte ich hin. Und ihr seht, das habe ich gemacht. 2 Kugeln, 3 Euro. Naja, gut, über die Preise sage ich nicht viel. Ja. Und dann geht es wieder zurück. Leider hier die Trasse auch nicht so ganz so lupenrein, wie ich finde. Da auch mal ein Stückchen an der Straße lang, weil man wieder... ja, irgendwie schon wieder begonnen hatte, Industrie anzusiedeln auf den ehemaligen, wahrscheinlich war ein bisschen Rangierbahnhof und Gleise und ein bisschen größeres Grundstück und ja, das bemängel ich immer so ein bisschen. Ne? Finde ich immer schade, dass man das immer alles direkt wieder so verbaut. Warum? Naja, aber okay. Sei es drum.
Ja, und dann biege ich eigentlich auch ab, so hinter Forst, also zwischen, beziehungsweise fast kurz vor St. Tönis, um jetzt eben zum Bahnhof Krefeld-Forst zu gelangen. Alles ganz gut, keine Panik, weil da jetzt links die Landstraße war. Also es geht hier jetzt immer über irgendwelche Wirtschaftswege. Ihr seht leider auch hier ziemlich offen. Also solche Touren mit so längeren offenen, ohne Baumbestand, ohne Schattenspender. Ja, dafür war es eben, wie gesagt, am 2.6. ideal vom Wetter her. Leicht bewölkt, aber trocken. Ihr seht, der Himmel schön. Und auch nicht so kalt. Ich glaube so 19, 20, vielleicht auch ein bisschen drüber. Eigentlich ideale Fahrrad-Radeltemperatur. Ja, ich habe an diesem Tag heute auch mein Faltrad von Lobe mitgehabt. Also mein 27,5 Zoll Fully. Das ist nämlich voll gefedert. Eines der wenigen voll gefederten Fahrräder, die man zum Klappen mit großen Reifen oder Raddurchmesser 27,5 Zoll findet im Netz. Da gibt es nämlich gar nicht so viele verschiedene und leider alles so ein bisschen, ja, Feng Sheng Peng. Klar, ne? Natürlich aus China, wie das meiste. Und auch nicht allzu viele gute, wertige Bauteile dran, außer der Gangschaltung mit dem Schalthebel am Lenker. Ich hoffe, der Ritzelsatz ist auch von Shimano. Ansonsten war da nicht viel dran, aber da will ich jetzt auch nicht drüber eingehen, genauer drauf eingehen. Da findet ihr auch ein Video über dieses Lobe FM. Hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Findet ihr. Ist ein Bild von diesem Fahrrad als Video in meiner Videoliste. Ja, wie ihr seht, hier links ist schon die Strecke. Ich habe die überquert. Ich habe mir den schönsten, ruhigen Weg ausgesucht, um zu diesem Bahnhof hier zu kommen. Ich muss ja auch immer gucken, entweder sind da Aufzüge und hoffe dann, dass die klappen. Hier war es jetzt ein großer Vorteil, dass es für die zwei Bahnhöfe, die ich jetzt dieses kurze Stück hier die Strecke fahren muss, das sind nämlich so roundabout 12,5 Kilometer mit dem Zug. Ich glaube, das ist die RE oder RB 33, die irgendwie von Aachen bis nach Essen fährt. Und das ist immer ganz gut, weil ihr seht, das ist ein ziemlich großer, langer Zug. Und dann hat man immer gute Möglichkeiten, doch irgendwie noch ein schönes Plätzchen für das Fahrrad zu finden. So, eingestiegen bin ich und jetzt steige ich auch schon wieder aus in Krefeld-Uerdingen. Und natürlich habe ich da auch recherchiert und geguckt. Und ihr seht, tolle Rampe, die hier haben. Also nichts mit Aufzüge. Das ist mir sowieso immer am liebsten, weil man guckt morgens noch einmal gerade nach in diesen. Da gibt es ja von der Deutschen Bahn, kann man sich die Bahnhöfe angucken. Und da gibt es auch eine Rubrik oder ein Teil, wo man draufklicken kann, Aufzüge. Und wenn man dann guckt, ja, steht dran Gleis, dann kann man Gleisnummer anwählen. Und dann kann man tatsächlich sehen, ob die Aufzüge in Betrieb sind. Und wenn man dann on Tour ist, kann man Pech haben, kommt man genau an den Aufzug an, den man benutzen möchte. Und dann funktioniert der nicht. Aber so what, ne? Dann muss man halt improvisieren. Ihr seht, hier ist auch eine Straßenbahn unterwegs. Aber die nehme ich jetzt nicht. Also wie gesagt, hier jetzt Krefeld-Uerdingen, weil wie gesagt, ich habe da für mich ganz persönlich, wie gesagt, ich habe da ein bisschen vielleicht höhere Ansprüche, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Ich möchte nämlich separate Radwege fahren, aber nicht nur so wie hier durch die Stadt. Das ist ja schon mal gut, dass es so ist, weil das ist hier für mich so Minimum. Und das hier, was jetzt kommt, das ist aller Minimum für mich an
Radweg, diese aufgepinselten Schutzstreifen oder wie die sich auch immer nennen. Aber sowas möchte ich nicht 12,5 Kilometer durch Krefeld fahren. Ne? Also da habe ich dann auch keinen Bock und miefige Abgase und Motorräder. Naja, ihr wisst schon. So, jetzt bin ich hier in Uerdingen im Zentrum bzw. Fußgängerzone, glaube ich. Obwohl, da war ja ein Einbahnstraßenschild, deswegen schiebe ich auch. Und ich spule das jetzt hier mal ein bisschen schneller vor, aber damit ihr doch ein bisschen sehen könnt, was es hier so alles gibt an Geschäfte. Tja, ich habe gedacht, Currywurst Pommes, ihr wisst ja, bin ich Fan von auf Touren. Leider keine Bude hier, nichts anzutreffen, außer Pizza. Naja, oder Kaffee und Kuchen, aber ja, irgendwie war mir dann jetzt da nicht mehr so nach. Ich hatte ja jetzt ein Eis gegessen mit zwei Kügelchen. Und irgendwie wollte ich denn doch noch meine Curry Pommes haben. Aber ich habe ja alles geplant. Und ich verrate jetzt noch nicht. Ihr wisst schon, ich werde sie heute noch kriegen. Na gut, so, jetzt bin ich hier durch die Fußgängerzone oder was auch immer das war. Und jetzt muss ich auf jeden Fall hier über den Rhein. Und das ist ja für sich schon gar nicht mal so schön, obwohl heute ist ja Sonntag. Weil man muss da einen großen Bogen hier fahren, um auf die entsprechende Krefeld-Uerdinger Brücke zu kommen, die ja hier so vom Linner Mühlenbach, das ist so der Hafen, das Hafenbecken hier von Krefeld. Und ja, da geht dann halt eine große Brücke drüber. Das ist eigentlich auch eine recht schöne Brücke. Ich bin ja Metaller von Beruf, aber nicht nur. Und ihr seht hier diese Streben. Das sind jetzt keine Tragseile, sondern Profilstahlträger, die man als, tja, wie Tragseile gespannt hat. Also ganz tolle Konstruktion. Ich nehme mal an, dass die auch schon richtig alt ist. Ja, und dann hier natürlich noch ein Foto für Komoot. Also, wie gesagt, Komoot-Links stelle ich unter dem Video. Habe ich jetzt schon, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal gesagt. Werden diesmal zwei sein. Und ja, die Fotos, die ich mache, die sind dann da auch in Komoot, in der Tour, verortet. So nenne ich das mal. Der Vorteil ist nämlich, wenn man die Fotos mit dem, ich lasse mich ja immer von Komoot führen, beziehungsweise ich habe die ja geplant, die Tour in Komoot und unterwegs. Wenn man dann Fotos macht, dann sind die auch genau da, wo man die gemacht hat, auf der Strecke wiederzufinden. Auf der fertigen, die man gemacht hat. Und das finde ich sehr schön, weil manchmal mache ich auch einfach mal ein Foto, um mir zu merken, so wie hier zum Beispiel, ein Stückchen in der Wiese hier mit dieser schönen Blume. Ich glaube, das ist die Strohblume oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Sah super schön aus. Und ja, und ich meine, rechts im Feld hätte ich auch die Feldlerche gehört. Früher war ich mal ganz gut ornithologisch unterwegs. Hier links übrigens dann auch nochmal. Ihr seht die Schirmchen, die eingeklappten. Habe ich gedacht, vielleicht machst du hier doch noch eine Kaffeekuchenpause. Sah ganz nett aus, aber da seht ihr rechts das rote Band gespannt. Da standen auch ein Pärchen mit Fahrräder und wir kamen so ins Gespräch und sagten, ja, wir haben geklingelt. Ich sage, wie? Muss man klingeln da? Ja, muss man klingeln. Okay, dann habe ich gedacht, komm. Die meinte, ja, sie würden jetzt schon ein paar Minuten da warten, aber käme niemand. Ja, wie gesagt, dann geht es hier weiter. Ich bin jetzt gerade hier dran vorbeigefahren, an diesem steilen Weg hoch zum Damm, zum Rheindamm. Das ist auch eigentlich mehr oder weniger gewollt, weil man, wie ihr habt ja gesehen, man muss, also aus der Richtung, in der ich gekommen bin, hätte ich da gar nicht rechts direkt hochfahren können. Aber man muss da schon Anlauf nehmen. Ist so ein bisschen Schleichweg, weil sonst muss man einen richtigen
großen Umweg fahren, also da über die Dörfer. Und nö, habe ich gedacht, das machst du nicht. Ja, was heißt einen großen? Aber ihr wisst ja, ich bin ja Fan von sowas. Hier viel Wiese, rechts, links grün, alles wunderbar. Schönen Blick auf den Rhein. Ja, und an dem Café, wo man klingeln musste, habe ich gedacht, da habe ich zu dem Pärchen gesagt, da kommt ja noch das Aschlöckchen. Ist auch hier ein Café, seht ihr hier, war viel los. Sagten mir die beiden auch schon, habe ich gedacht, okay, dann kannst du da gleich dran vorbeifahren, fährst du weiter. Jo, habe ich dann auch gemacht. Jetzt hier ein bisschen tiefer gelegt am Rhein lang. Nicht so oberhalb. Ja, schöner Blick auf den Rhein und ja, immer Richtung Kaiserswerth. Also von Krefeld-Uerdingen runter nach Kaiserswerth. Ja, der Plan war ja heute, beziehungsweise an dem, ja, die wurden schon wieder überholt, hat die Frau gesagt. Fand ich irgendwie lustig. Habe ich jetzt mal so drin gelassen. Links noch ein schönes, ja, altes Haus, wie ich fand. Den Abschnitt hier kenne ich auch ein bisschen. Den sind wir ganz, ganz früher schon mal mit meiner Frau zusammen geradelt. Ihr seht, rechts mal habe ich mal drin gelassen, wie schnell ich hier jetzt auch mal so teilweise unterwegs bin. Links noch ein schönes Wachtürmchen oder was auch immer das ist. Und jetzt biege ich auch schon links ab in Richtung Kaiserswerth. Genau. Ja, das ist dann der Kaiserswerther Markt hier. Ja, und ich habe gedacht, okay, ne, hier wirst du dann... Ja, ich habe ja, jetzt kann ich es ja verraten, ich habe mir schon eine Bude ausgeguckt oder sage ich mal ein Geschäft oder Imbiss, wo ich meine Currywurst-Pommes bekomme. Ja, werde ich auch gleich da sein, hier links voraus, nicht jetzt hier, aber ja, hier kann man übrigens, glaube ich, auch schön Kaffee trinken, wenn man möchte, aber hier jetzt gleich über den... über die Straße an dieser Ampel und dann links. Genau, da gibt es dann meine Curry, heißgeliebte Currywurst-Pommes. Sage ich euch. Genau, habe ich mir nämlich ausgeguckt. Nennt sich Berliner Imbiss am Clemensplatz. Genau, da ist sie. Endlich. War auch lecker. Und dann bin ich in die U79 eingestiegen. Ich wollte ja auch mal testen, wie das mit dem Fahrradmitnahme ist in der U-Bahn. Ja, hat gut geklappt in der U-Bahn, bis auf den Aufzug hier, der dann eben von der U-Bahn-Station hoch ins Erdgeschoss am Hauptbahnhof geht. Der ist so ein bisschen eckig, rund. Ist eigentlich relativ geräumig, aber leider zu kurz für mein 27,5 Zoll Fahrrad. Aber ihr wisst ja, ich kann das ja klappen. Knicke ich immer ein bisschen ein, zeige ich euch gleich jetzt mal. Weil jetzt muss man nämlich wieder in den Nebengang gehen. Nicht den Hauptgang, der am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist. Nein, man muss einen Nebengang nehmen, um zu den Aufzügen zu gelangen. Naja, gut, hier ist dann dafür nicht so viel Betrieb. Nachteil ist, ihr seht es schon oder ihr erahnt es schon, wieder mal zu kurz der Aufzug. Und das am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Aber ihr seht, da ist der Knick, na, weil ich ja mein Faltrad habe. Ich habe jetzt mal die Kamera noch mal extra ein bisschen runtergestellt. Na, und dann knicke ich das wieder zusammen. Da brauche ich nichts vorne hochheben und hochhieven. Das ist nämlich nichts für mich mit meinem Gepäck und Gewicht. Ja, ihr seht nochmal den Aufzug. Scheiß Aufzug. Und ich sag euch, an diesem Tag war auch der Wurm drin. Mit den ganzen Bahnverbindungen war ich ziemlich kacke. Ich hing dann anderthalb Stunden in Wuppertal Hauptbahnhof fest. Aber was soll's, ich sag danke fürs Zugucken, würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen.
Winke, winke, macht's gut, bis dann und tschüss.